Das Müritzium in Waren-Müritz beherbergt große museale Schätze. Der größte Schatz am Mittwoch waren leuchtende Kinderaugen. Gut 800 Kinder und Jugendliche entdeckten beim Kinderumwelttag das Außengelände des Natur- und Umweltmuseums rund um den Herrensee. Dabei galt riechen, fühlen oder sogar schmecken. Natur erleben mit allen Sinnen, ne? Und da hat jeder Partner sich was anderes überlegt, kann man ja sagen. Und es ist ganz spannend, wie man Natur erfahren und erleben kann und entdecken kann, ne? Sei es vom Basteln, sei es mal die Nase irgendwo reinstecken oder auch ganz mutig mal in eine Fühlbox fassen. Die Ranger des Naturparks Mecklenburger Schweiz hatten viele spannende Exemplare ihrer vielfältigen Natur mitgebracht. In präparierter Form natürlich. Fuchs, Adler, Sperber, Waldschnepfe oder auch Waschbär. Die Naturschützer sind immer wieder erstaunt, wie viel die Kinder doch über die Tierwelt wissen. Auch hier gilt, was angefasst werden kann, bleibt besser im Gedächtnis. Umweltpädagogische Arbeit mit Kindern steht für die Ranger das ganze Jahr über auf dem Programm. Wir machen solche Vorstellungen auch in Schulen. Also wir haben auch Schulen, bei denen wir regelmäßig auch Waldexkursionen machen. Und wir haben dann immer einen Rucksack mit, wo unsere kleinen Präparate mit drin sind, ne? Und das kommt sehr gut an, ne? Alles, wenn Kinder sind nun mal laut im Wald und wir können auch nicht allzu viel sehen und hören. Aber wenn man den Rucksack auspackt, das macht immer irgendwelche, ist immer sehr abenteuerlich. Ganze 25 Erlebnisstationen konnten die Schulklassen 2 Wochen vor den Ferien erkunden. Und immer gab es etwas zu tun, wie beim Bienenwachskerzenbasteln oder auf dem Fahrradparcours. Naturerlebniszentren aus ganz MV präsentieren sich beim Kinderumwelttag und es werden immer mehr. LEA, das Landeszentrum für erneuerbare Energie, war zum ersten Mal beim großen Kinderfest dabei und zeigte, was zum Thema Upcycling alles gemacht werden kann. Milchkartons müssen nicht weggeschmissen werden. Kronkorken von Wasserflaschen kann man tolle Magneten draus basteln. Oder aus Weinkorken tolle Segelboote. Und das zeigen wir den Kindern mal, wie man auf einfache Art und Weise was Schönes basteln kann. Das Wetter spielt bei diesem Fest immer eine entscheidende Rolle. In diesem Jahr spielte es perfekt mit. Beim Kinderumwelttag wird Wert darauf gelegt, dass an den einzelnen Stationen das Erleben im Vordergrund steht. Im Grunde ein kindgerechter Museumsbesuch in der Natur. Ja, es bleibt einfach viel mehr hängen, ne? Wenn ich Dinge erfasse, erfühle oder einfach mal selber was ausprobiert habe, gebastelt habe, dann habe ich ja viel mehr größeren Bezug dazu, als, sag ich mal, irgendeiner nur etwas vorne an der Tafel erzählt. Eine Woche später steht die Unterwasserwelt im Müritzium im Mittelpunkt. Ein Fischspezial zum Landeszootag erwartet die großen und kleinen Besucher.